Was, wenn einer von uns Satyas Geschichte beendet und sich irrt? Wenn Satinath erfährt, dass die Erzählung gar nicht wahr sein konnte, so wird er sie ungeschehen machen und den Erzähler des Frevels schuldig sprechen. Keine Angst, Geron. Wir werden uns nicht irren. Ich habe alles genau durchdacht. Nun gut. So stelle die Maske zurück auf die Büste meines alten Meisters und lass uns beginnen. Uff. Oh Mann, gibt's hier sonst noch was außer... Nee. Lass uns beginnen. Ich habe ein bisschen Angst. Es sei dir gedankt, Geron. Seid ihr nun soweit? Ja. Okay. Na gut. Ihr merkt, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich nicht will, dass einer von den beiden in der Luft zerfetzt wird. Lasst es uns hinter uns bringen. Danke, Geron. Wer von euch beiden tritt nun vor und wird die Geschichte zu Ende erzählen? Oh Gott. Wer erzählt die Geschichte? Ich kann sie nicht Breda erzählen lassen. Ich will sie nicht auf dem Gewissen haben. Ich könnte den Stab machen lassen. Ach, ich weiß es nicht. Na komm. Wenn euch Sadias Schicksal so wichtig ist, warum vollendet ihr es nicht selbst? Eben. Wenn ich der Richtige wäre, hätte ich es doch schon lange getan. Doch bin ich nur ein Narr, ein Tölpel, ein bloßes Werkzeug und nicht der Kopf dahinter. So war es zu Sadias Zeiten, so ist es noch heute. Okay, ich werde es tun. Ich werde es tun. Sehr wohl. Ich werde euch nun von Sadias Gang in den Garten erzählen. So wie es im Tagebuch des Adepten steht. Höre genau zu. Am Ende musst du mir sagen, wie die Geschichte endet. Nach ihrer Rückkehr vom Schlachtfeld war Satya nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte das Grauen der Niederhöllen gesehen. Ein Ozean des Untergangs und des Todes. Sie hatte als Einzige überlebt, doch die restliche Welt kümmerte es nicht. Satyas großer Traum war gescheitert. Wie ein Geist wandelte sie durch die Hallen Draconias. Sie aß nicht, sie sprach nicht und sie schlief nur, wenn die Erschöpfung sie dazu trieb. Am vierten Tage erblickte sie ein junger Adept an der Schwelle zum Portal. Er fragte, wohin sie denn gehe. Es sei kalt in den Bergen und sie könnte sich verirren. Worauf sie antwortete: Ich gehe in den Garten. Mein Bewusstsein vernichten. Sofort rannte der Junge zum Luftadepten, doch kam alle Hilfe zu spät. Als sie den Garten betraten, fand man nur noch die Maske. Daneben Satyas Rubin. Von ihr fehlte jede Spur. Aus Angst, Satinath herauszufordern, wurde beschlossen, den Vorfall zu vergessen. Niemand durfte auch nur darüber spekulieren, was an jenem Tage geschehen war. Maske und Rubin brachte man nach Draconia. Der Garten wurde versiegelt und Satyas Schicksal geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tage. Es ist nun an dir, Geron, ihre Geschichte zu beenden. Aber bedenke, ein Fehler und es wird schlimm ausgehen. Ich weiß. Satya betrat also den Garten. Wow. Nee. Ich habe Angst, hier was auszuwählen. Ich denke mal, sie sah sich erst um. Sie überlegte kurz und sah sich um. Sie setzte sich auf den Boden. Dann zögerte sie einen Moment und überlegte, ob sie wirklich das Richtige tat. Sie holte die Maske hervor. Und sie blickte in die Maske. Sie blickte in die Maske und... Und las die Zauberformel und sprach.
sprach den Namen des Zeitdschinns? Okay, wenn sie die Zauberformel nur liest, passiert ja eigentlich nichts. Wenn sie den Namen des Zeitdschinns nennt, erfüllt er ihr einen Wunsch und holt Verlorenes zurück. Und verwandelte alle Pflanzen in Stein? Wieso sollte sie? Ah, wenn... vielleicht liest sie die Zauberformel laut vor. Aber das heißt doch dann, sie würde alles vergessen. Wenn der Rubin nicht drauf ist. Ich glaube, wenn ich so eine bittere Enttäuschung wie sie erlebe, so eine bittere Enttäuschung von sich selbst. Und sie las die Zauberformel, prägte sie sich ein, setzte die Maske auf und zerstörte ihr Gedächtnis. Wieso hast du mich unterbrochen? Ich hatte Angst, du könntest sie falsch zu Ende erzählen. Anschließend verschwand sie wie ein seelenloser Geist in den Tiefen des Gartens und wurde nie wieder gesehen. Es ist vollbracht. Ich hatte immer gehofft, es wäre anders gewesen. Doch habe ich mich wohl geirrt. Weint ihr? Natürlich weine ich. Meine Prinzessin ist gerade gestorben. Ich schätze, das war's dann wohl. Das war doch jetzt das Ende, oder? Ja. Nein. Nein? Da Satya die Maske benutzt hat, befinden sich nun all ihre Erinnerungen in der Maske. Und damit auch der wahre Name des Zeitdschinns. Breda ist sehr schlau. Was tust du? Verdammt. Faskadan, Esplas, Dekadan, Morilor, Gras, Ferelguran, Il, Bemutir, Gerul, Felan, Yuntir, Katan, Felontir, Sodan. Mon, Yamlaust, Mon, Wartung. Man hat mich geweckt. Der Zeitdschinn. Sag mir, Kind, was ist dein Wunsch? Es tut mir leid, Geron. Aber es gibt in dieser Zeit nichts mehr für mich, als hätte es hier jemals irgendetwas für mich gegeben. Es gibt keine heldenhaften Prinzessinnen, keine uralten Grabkammern, keine fliegenden Festungen, nur ewiges Spalierstehen, Latrinendienst und eine Belanglosigkeit nach der anderen. Wann sind die goldenen Zeiten nur verloren gegangen? Als Prinzessinnen noch von Schlachten träumten, und die Welt noch erfüllt war von Magie. Ich wünschte, es wäre alles so wie früher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was? Breda! Das Mädchen ist nun fort. Ihre Sehnsucht herrscht nun über ihr Sein. Es ist meine Aufgabe, diese Sehnsucht zu erfüllen. Auf dass die graue Gegenwart verlösche und Vergessenes neu geschehe. Das ist nicht gut, glaube ich. Der Wald beginnt sich zu verändern. Was hat sie getan? Geron, komm schnell! Den kann ich nicht mitnehmen, okay. Oh mein Gott! Geron, ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Satyas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Satya die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Satyas Erinnerungen ausgelesen.
Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt, zu beweisen, dass Breda sich irrte. Und dass Satya nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn mir. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle Mal lösen. Oh Gott. Ja, aber wenn wir jetzt irgendwie beweisen können, dass Breda wohl gelogen hat, dann... macht sie puff und ist weg. Okay, wir gehen noch mal rein. Da. Okay, wir haben schon mal den Rubin, das Grab. Breda. Ansonsten ist hier aber nichts, oder? Ich finde das gruselig hier. Ja. Gut. Haben wir hier... den Bach haben wir hier. Ich habe gerade keinen Durst. Ja, das ist schön. Ein Bach? Ja, er muss ein eine Bach. Quelle in... Gut, was können wir was mit dem Feuer machen? Ah. Endlich etwas Wärme. Der Rauch steigt bis in den Himmel. Wir haben den Rubin, wir haben die Kette. Kannst du was damit an... Ja, kann er. Alles, was ich gefunden habe, war der Rubin. Gib ihn mir. Giacomo Nauta hat mir erzählt, dass du ein Magiedilettant bist. Ist das wahr? Ja, ich kann Sachen kaputt machen. Nun, auch ich kann ein wenig zaubern. Wenn ich etwas in der Hand halte... kann ich kurze Blicke in dessen Vergangenheit erhaschen. Das war der Hauptgrund, weswegen der Stab mich als seinen Gefährten wählte. Ach so. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Geschichte mir dieser Stein erzählt. Das ist seltsam. Als der Rubin nach Satyas Verschwinden im Garten gefunden wurde, hatte er einen Sprung. Ja. Und der Umkehrspruch, den der Erzadept in ihn eingewoben hatte, war gänzlich verschwunden. Die Magier mussten ihn komplett neu einwirken. Aber da ist noch mehr. Ich sehe einen Palastgarten und darin zwei Kinder. Das hier ist eine Brosche aus Mengbilla. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Darf ich sehen? Da. Und hier ein Rubin aus den Zwergenstollen im ehernen Schwert. Wie schön er ist. Wenn ich einmal Kalif bin, werde ich alle Schätze Avistans in meinem Palast versammeln. Fasa wird strahlender sein als zu Zeiten der großen Mogule. Meine Untertanen werden mir bis in alle Ewigkeiten zu Füßen liegen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Kasim. Die Geschichtsbücher werden noch lange von dir erzählen. Siehst du das Zeichen auf meinem Arm? Es ist die Kalligrafie meiner Herrschaft. Das Zeichen meiner Dynastie. Die ganze Welt wird sich vor diesem Symbol verneigen. Große Zeiten stehen uns bevor, Satya. Wahrlich große Zeiten. Da haben die sich noch verstanden. Ich sehe... einen Prinz und eine Prinzessin miteinander spielen. Er versucht, sie zu beeindrucken. Was könnte das bedeuten? Na, sie waren Geschwister. Satya und der Prinz waren tatsächlich Geschwister. Warte, da ist noch mehr. Etwas geschieht. Eine Palastwache kommt dazu. Lasst mich los! Ach je. Wie jämmerlich du doch bist. Sag mir, wie viele Männer waren es? 20? 30? Ganz Fasa. Du machst mir Freude, Satya. Mehr, als ich mir erhofft hatte. Der Prinz quält die Prinzessin.
Die Wache hält sie fest. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber warum? Oh. Sie wird grundlos gequält, sie hat was verbrochen. Obwohl bei Satyas Gemüt, glaube ich, sie hat was verbrochen. Vielleicht hat sie etwas verbrochen. Ah. Schließlich lassen sie von ihr ab. Sie bleibt allein auf dem Hof zurück. Was machst du da? Tätowierst du dich etwa selbst? Ich schreibe meine eigene Dynastie. Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Dynastie? Du kannst Größe nicht einfach in dein Blut schreiben. Entweder du wirst damit geboren oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Glaubst du etwa, du könntest jemals größer werden als ich? Du bist lustig. Wachen! Werft sie zurück in die Gassen, in denen ihr sie gefunden habt. Mit ihr habe ich meinen Spaß gehabt. Dann holt mir ein neues Mädchen. Sie waren doch keine Geschwister? Satya war überhaupt keine Prinzessin. Sie war nur ein einfaches Straßenmädchen. Was? Na und? Ich weiß auch nicht, aber... Was denn jetzt? Was ist? Verstehst du nicht? Die Lösung des Rätsels. Satyas Worte vor der Grabkammer. Es lag alles auf der Hand. Nee, ich verstehe es gerade nicht. Was?